Meditation was talking this morning about unsatisfactoriness. This takes us forward to looking at the cause of it, which Kamaradeshan mentioned. I'd like to look at that cause in terms of the elements and in terms of our requirement to validate ourselves, to feel real, to have a sense of security of some kind. And in terms of the elements, our major problem with this validation is that it's partially functional. If it was not functional, there wouldn't be a problem, but we can always partially validate ourselves through form, because form is always arising. But then form is always becoming emptiness also. So we have this partial reliance that's possible. So we talk about looking for security in terms of being solid, permanent, separate, continuous, and defined. These are known as the form qualities of emptiness. But then there are the emptiness qualities of form, that were insubstantial, discontinuous, non-separate, and undefined or continuously redefined. And both are always true. You can't have one without the other. Now, one of the interesting things in terms of creating duality through form addiction, through saying I can only substantiate myself in terms of form, I can't do it through emptiness. Emptiness is always a denial of me. Is that this movement into duality affects everything and manifests in different ways, one of which is really quite interesting. When we move into duality in terms of... Whoops! Und das ist Leerheit, ja? Thank you for the opportunity. Kein Brötchen hat heute Morgen. etwas über die Unzufriedenheit schon gesagt, diese Erfahrung, die wir alle kennen. Und ich möchte jetzt aus der Sicht der Elemente nochmal darauf zu sprechen kommen, nämlich in dem Sinne, als wir uns selbst immer wieder beweisen, dass wir existieren und dass wir eben fest, permanent, getrennt, kontinuierlich und definiert sind. Das sind die Formqualitäten der Leerheit, und die kommen uns immer sehr gelegen, weil Form natürlich viel mehr dazu angetan ist, uns in der Existenz selbst zu beweisen, als umgekehrt die Leerheitsqualitäten der Form, die eher negativ besetzt sind. Also wenn wir sagen, wir sind eben nicht fest, wir sind nicht permanent, wir sind nicht getrennt oder ungetrennt, wir sind nicht kontinuierlich und wir sind auch nicht fix definiert oder ändern unsere Definition immer wieder. Ja, gut. Ja. So, with this situation, once we've entered into duality, once we attach to form as the definition of existence, this
functions in every aspect of our being. Wenn wir uns also einmal dann an diese Form angehängt haben, um unsere Existenz vor uns selbst zu beweisen, dann manifestiert sich das in jedem Aspekt unseres Seins. So when we take rebirth in male or female form, this duality has a particular manifestation. Wenn wir also dann als Mann oder Frau reinkarnieren, dann hat das eine bestimmte Art der Manifestation. That a division occurs within us. Und zwar passiert da eine Trennung innerhalb von uns. In terms of emptiness and form. In Bezug von Leerheit und Form. As realized qualities. Als verwirklichte Eigenschaften. Which means that we have overt and covert qualities. Das heißt, dass wir sichtbare und versteckte Qualitäten haben. And they are the inverse of each other in men and women. Die sind jeweils das Gegenbild voneinander in Männern und Frauen. So that women are overtly wisdom and covertly method. Frauen sind sichtbar Weisheit und versteckt Methode. And men are overtly method and covertly wisdom. Und Männer sind nach außen hin sichtbar Methode und versteckt Weisheit. So what is covert or unmanifest is something to which one has no obvious access. Und die Aspekte, die jetzt versteckt oder nicht eben sichtbar sind, zu denen hat man keinen direkten Zugang. So we have a sense in which something is missing, but we don't really understand what it is. Wir haben zwar ein Gefühl, dass da irgendetwas fehlt, aber wir verstehen nicht, was es ist. So this is really an extremely important Vajrayana precept. Das ist jetzt ein sehr wichtiges Vajrayana oder ein wichtiger Vajrayana Grundsatz. This is why one of the tantric vows is never to disparage the other gender. Deshalb ist auch eines der Vajrayana Gelübde, niemals das andere Geschlecht herabzuwürdigen. Because one is really only being disrespectful to one's own being. Weil man damit in Wahrheit auch respektlos gegenüber dem eigenen Sein wäre. I've seen people do some very stupid things. Ich habe gesehen, dass manche Leute sehr dumme Dinge getan haben. When someone is disparaging their partner, for example, wenn jemand zum Beispiel schlecht über seinen Partner spricht, and saying, you know, my partner is so stupid, und sagt, ah, mein Partner ist so dumm, they rarely understand what they're saying. Dann verstehen die meistens nicht, was sie damit sagen. When I'm saying, this is my partner, she's an idiot, then I'm saying, well, I'm an idiot for marrying an idiot. Like, who marries an idiot but another idiot? Wenn ich sage, das ist meine Frau, sie ist eine Idiotin, dann sage ich damit auch über mich, dass ich ein Idiot bin, weil wer sonst würde eine Idiotin heiraten, als einer, der selber nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. I would have thought this was fairly obvious, but people don't seem to see this. Ich hätte gemeint, dass das eigentlich auf der Hand liegt, aber den meisten Menschen ist das offensichtlich nicht klar. If a person with an IQ of 66 can see it, surely other people can see it, but no.